underground. The security code we have is 8456, but that's an old piece of trivia from our days at Area 51. I doubt it still works on all of the doors. Und damit herzlich willkommen zurück zu Deus Ex. Genau. Wenn ihr euch fragt, warum ich ein bisschen mehr Munition habe, zum Beispiel Raketen, das liegt ganz und einfach daran, dass ich diesen Level schon zur Hälfte gespielt habe, dann gestorben bin. Und zuletzt bei meiner Flucht bei den Lichtschranken. Bei den Lichtschranken habe ich zuletzt gespeichert. Und deswegen musste ich jetzt alles nachstellen. Tut mir ein bisschen leid, war keine Absicht. Aber hey, passiert. Deswegen bin ich jetzt auch gerade relativ schnell. Weil ich einfach weiß, was ich machen will. Und zwar gibt es hier drin eine Packung Sojanahrung und eine Waffenmodifikation Reichweite, die ich gerne auf mein Scharfschützengewehr packen würde. So. Ich sollte mich heilen, fällt mir gerade auf. Und zwar ein bisschen mehr. Den habe ich letztes Mal ernsthaft durch Ausprobieren beim zweiten oder dritten Versuch rausgefunden. Und das ist nicht gelogen, echt. Ich wollte erst diesen 8549 oder so eingeben. Aber der hat dann nicht funktioniert. Dann habe ich gesehen, das sind hier nur zwei Ziffern, was? Und habe mal 1, 2, 3, 4 ausprobieren wollen, also 1, 2. Und das war's dann. Gut, bevor ich da jetzt reingehe, wie gesagt, ich wurde getötet. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass ich da drin auf Gegner gestoßen bin. Ne? Sag ich doch. Gegner. Bleib mal stehen, du Lump. Ich sagte stehen bleiben. Danke. Okay. Da hinten ist doch ein Bot. Den habe ich beim letzten Mal auch nicht auf Anhieb erwischt, weil der seitlich abgedreht ist. Aber diesmal habe ich vorher die Rakete zielen lassen und gleich getroffen. Yay! Habe ich da nicht Sabot drin? Doch, habe ich. Ich will natürlich richtigen Schrot. Und das Sabot aufheben für gepanzerte Gegner. Weg, Raketenwerfer, weg! Meine Güte, kannst du nicht einfach mal nachladen? Du hast doch vorhin schon fast nachgeladen. Boah, das ist reingehauen. Also vorhin habe ich mich echt ein bisschen besser angestellt. Vielleicht bin ich ja alles in allem trotz der extra Munition jetzt schlechter dran. Ich habe ja eine gerechte Strafe dafür, dass ich euch den ersten Versuch des Levels vorenthalten habe. Oh, Nose! Verdammt! Deckung! Keiner schießt mehr? Keiner schießt mehr. K.O.-Pfeil, nein. Nö. 4 Dietriche ist mir das nicht wert. Allerdings frage ich mich, wie ich da reinkomme. Vielleicht so. Was? Was? Die explodieren, wenn man drauf springt. Das ist ja gemein. Na gut, dann eben. Dann eben so.
hier habe ich noch einen Schuss im Magazin, den verbrauche ich mal noch eben. Na? Kommst du? Da! Gotcha! Geht doch! Bräuchte ich hier echt eine Rüstung? Das wäre super vorteilhaft. Gut, von da oben könnte ich vielleicht drüber hüpfen einfach, ne? Oder kann ich direkt hochspringen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht von so einem Auto aus. Das geht bestimmt, oder? Ja. Wait for him to move. Watch yourself. This way. Gang nach hinten. Medikit, sehr schön. Noch mehr Munition, sehr schön. Hey! Ah, da ist noch einer. So, jetzt nicht mehr. Ah ja. Und da ist ein Schlüssel für... Keine Ahnung was, habe ich gar nicht gelesen. Aber ich schätze mal, dass hier durch den Lüftungsschacht war einfach der Weg, um sich die Dietriche zu sparen bei der Tür. Müsste dann die hier sein? Ja, genau. Ah, da hätte man auch so reingekonnt. So ein bisschen. Andererseits war das irgendwie auch klar. Das Spiel gibt einem ja für alles Mögliche mindestens zwei, meistens sogar noch viel mehr Möglichkeiten, das erfolgreich zu lösen. Na, da geht's auch nicht hoch. Also, ich kann nicht hoch genug springen. Gut. Ah, ouch. Aua, aua, aua. Jetzt habe ich bloß ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wann ich die Folge angefangen habe. Daher muss ich jetzt einfach mal auf gut Glück. Keine Sorge, jetzt noch nicht. Ah, ein Bot. Nachgeladen? Ja. Warum geht es nicht auf? Steht einer hinten dran? Na super. Da könnte ich... Ach so. Hab ich den? Hab ich den da? Ja, ich habe doch vorhin einen LKW-Schlüssel gefunden. Sehr schön. Dann schnappe ich mir gleich diese eine kleine Kiste dort. Minikit. Diese eine Kiste. Und kletter damit zu dem Bot rein mit der Bioenergie. Allerdings wüsste ich gerne, ob es hier hinten noch irgendwas gibt. So wie ich das Spiel kenne, ist die Antwort darauf ja. Ein Schalldämpfer. Das ist interessant. Allerdings traue ich mich gerade nicht, hier was wegzuwerfen. Komm, davon habe ich zwei. Bei denen traue ich mich. Das auf die Pistole? Nein, natürlich nicht. Schade. Wo ist dieses Atemgerät? Da. Gut. Oh, ich nehme mal noch so eine Kiste mit. Für alle Fälle. Vielleicht ist ja das Fenster zu hoch. Könnte ja sein. Nö, ist es nicht. Egal. Einmal Sekunde. Einmal heilen, bitte. So, und dann hätte ich gerne meine Energie wieder aufgefüllt. Dein Dietrich. Yeah. So, hier, ich denke immer bei diesen gelben Teilen, dass es da so Sachen zu drücken gibt, so Knöpfe und so. Aber irgendwie. Wenn mich nicht alles täuscht, führt dieser Weg hier oben rüber zu dem anderen Gebäude, in dem ich gerade war. Ah, ist noch nicht mal abgeschlossen. Wow. Aber ich höre da gerade einen Bot laufen. Ich würde den gerne mit ein bisschen mehr Aussicht aus der Entfernung ausschalten. Da komme ich jetzt gerade leider nicht hoch. Gut, aber ich kann sicherlich da runter. Mal schauen, was es hier gibt. Einen dunklen Gang. Okay, okay. Bin ich denn hier jetzt gelandet?
Das fühlt sich so ein bisschen wie der Schleichweg an. Ich schau mal eben, wo das eigentlich sein sollte. Vier Dietriche? Nö, sehe ich gar nicht ein. Ach, da hinten, der abgezäunte Bereich. Das da ist dann wahrscheinlich ein Aufzug nach unten. Was war es? 8, 4, 5. Ne, schade. Der Code funktioniert leider nicht. Der alte. Da drüben war halt noch was, ne? Und außerdem ist da noch so ein Gebäude, oder war ich in dem von drin? Hier so? Nee, war ich nicht. Aber hier gibt's auch nichts. Da war ich drin, da oben war ich. Alles klar, gut, dann. Dann mache ich einfach mal ein Safe-Game, richtiges, dass ich nicht mehr überschreiben kann. Und kann dann zurückgehen, um nochmal zu schauen, was es da drüben gibt. Ah, der Aufzug. Da kam ich gerade runter, genau. Kann ich von hier in den Aufzugsschacht rein? Ja, ich sehe allerdings gerade nicht, was es mir bringen sollte. Okay, wie war der genau? 8, 4, 5, 6. Ah, hier funktioniert er. Sehr schön. Ist da was drunter? Ne. Gut, aber ich denke mal, die Folgenzeit dürfte jetzt schon langsam voll sein. Zumindest sagt das mein Gefühl. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier in Area 51 noch ein bisschen detaillierter um. Ah, super, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ah, und rum. Gibt's da oben irgendwie einen, oder warum kann man da hoch? Komisch. Keine Ahnung. Die Frage ist nur, wo gehe ich zuerst hin? Ins Raketensilo oder ins Kommando? Ich glaube, ich gehe zuerst ins Kommando, weil wenn ich da drin bin und die Rakete gestartet wird, dann bin ich getoasteter JC. Und darauf habe ich keine Lust. Und deswegen werden wir beim nächsten Mal da reingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.